schöne B-Roll-Shots da bei Hans und Diego. Ja, aber das sagt sie auch da. Ultra Nose-Dive. Ey, rast du. Alter, was für ein Run, ey. Willkommen zurück zu einem neuen Sander Smith Vlog. Wir sind im Wheelpark in Saarland. Ich habe schon lange daherkommen, jetzt habe ich es endlich geschafft. Das ist einer von drei Indoor-Bike-Parks in der Schweiz und sogar der erste in Europa, der Dirts innen dran gebaut hat. Und da hinten dran sehen wir schon in der Mitte einen grossen Airbag mit all drei Absprüngen. Der grosse ist da in der Mitte, nicht so wie im Skillspark, wie es die einen vielleicht kennen. Recht grosse Landung. Auf der rechten Seite haben wir zwei Dirts und rundum eine kleine Tableline. Auf der linken Seite haben wir ein kleines Trail Center mit verschiedenen Technik-Challenges drin und hinten recht cool gemacht in diesen Container. Richtig cooles Labyrinth. Es macht auch schon Spass, um nur einfach so da rundum zu fahren. Hier oben bin ich auf der Plattform eine richtig coole Lounge gemacht. Und jetzt nehme ich euch mit auf dem Helm einmal auf die kleinen Trails und zeige euch, was es da alles so gibt. Noch schnell schön machen. Henzo ist da am Start, einer der crazysten Fotografen, Sportfotografen in der Schweiz. Und du bist das erste Mal heute auf einem Airbag, hä? Ja, wie ist geil, hä? Ja, ja, recht cool. Ja. Er ist auch das erste Mal hier im Wheelpark und wir checken das jetzt zusammen so aus. Jeffrey ist auch noch irgendwo, der kommt dann später auch noch dazu. Jetzt fahrt man aber schnell den Hand zu, hinten an. Also kommen wir jetzt bei ihm auf den Helm und folgen mir. Let's go! Wir sind jetzt beim Hansu auf dem Helm. Hansu, alle Spitznagel. Jetzt gehen wir Bottom Bracket. Links weg, blaue Line. Nicht verwirrt sein, Ton ist jetzt bei mir. Die Kamera ist aber beim Hansu oben drauf. Jetzt haben wir da kleine Chip Tables. So, mal schauen, wo wir hinkommen. Ein bisschen auftrampeln. Oh, jetzt habe ich das Rockarm verwischt. Jetzt gehen wir da in den nächsten Container rein. Die Halle ist nicht neu gebaut, die ist von Sika 1997 gebaut worden. Jetzt sind sie da drin. Und ich kann euch sagen, die haben ein grosses Vor. Also, das ist sicher nicht das Letzte, was da passiert ist. Pumptrack ist es nicht. Es muss recht viel Trampeln kommen zum Schnaufen da. Aber witzige Runde. So, jetzt gehen wir weiter rauf. Ein Stock höher in den nächsten Container und gehen über zu der Table Line. Das ist auch recht cool. Starten wir im Container drin. Ready? Ja. Let's go. Hänsel wieder hinter mir. Ton von mir. Und da droppen wir rein. Rechtskurve. Und ein paar witzige Tables da. Dann kommen wir hier jetzt zu dieser halben Bowl und nehmen die Line zurück. To the bottom! Ja, den habe ich verkackt am Schluss. So, jetzt gehen wir auf den höchsten Turm rauf. Nein, nicht der höchste Anlauframpe, die es da gibt. Airbag. Das Vlogger-Team da am Start. Ha? Vlogger from Germany. Buongiorno, no Germany. Switzerland. Jetzt machen wir da einen Backflip mit euch oben drauf. Huge Backflip. Sick. Diego Cavarsasi auch da. Was für ein Zufall. Jetzt holt der Hansu gerade noch seine Kamera. Dann machen wir mit der ein paar Clips. Hansu hat seine neue Kamera ausgepackt, noch kein einziges Foto gemacht, aber jetzt probieren wir da mal ein paar Clips zu machen mit dem heftigen Gerät. Probieren wir noch mal etwas Cooles. Ein bisschen überdreht. Gehen wir mal einen Huge Tuck genau Händer. Schöne B-Roll-Shots da bei Hansu. Pushing Bikes. Und aber huge Backflip. Bringen wir das Vlogger-Level aufs nächste Level. Vlogger. So, mal schauen, ob das Mikrofon tut. Probieren wir nochmal einen Flatspin. Wow. Ultra Nose Dive.
Das ist sexy, oder? So, Hände steht super stoppen. Probieren wir mal einen schönen Techno-Händer. Jo, 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 jo! Wow! Mein Nose-Dive geht etwa nicht, ey. Was für ein Drift. Oh mein Gott! Oh, so. Probieren wir da mal. Droppen wir mal in. First run. Wow! So, jetzt hier mal ein bisschen mehr chillen. Tag noch Hände auf dem ersten. X. Dropping in, Henzo ist joining da the session. Auch noch mal ein paar coole Tricks. Ein sketchy Techno Hander. Und der Classic 369 X-Up-Anfutter. So, machen wir noch einen Train. Steasy Train. Also der zweite Scheibe. Ja. Ja. Oh. Na ja. Alter, was für ein Run, ey. Eieiei. Ich raste aus. What the fuck? Könnte man fast meinen mit Slopestyler. So, Train Jeffrey. Tack noch Händler auf dem ersten. Classic X at one foot. Ja! Probieren wir nochmal. Noch von Kenken auf dem ersten. Nein! Habe ich einfach Mühe. Zum Glück haben wir schon unten, oder? Eieiei. Wäre eigentlich cool, da 180 Bar rauf und dann wieder Half-Cab rein. Aber ja. Yeah, yeah. Richtig geile Session war bis jetzt. Henzo hat geile Clips gemacht, die ihr jetzt natürlich schon gesehen habt. Merci vielmals für das. Jeffrey hat sein Vorderrad kaputt gemacht auf dem Airbag. Da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial. Da beim Auslauf mit dem Vorderrad voll ins Holz rein und dann hat es gerade irgendwie 8 Speichen ausgerupft. Aber sonst, der Park mega geil, oder? Finde ich geil, ja. Mhm. Komm mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Airbag macht richtig Spass, Dirt Jumps machen auch richtig Spass. Da haben wir noch ein richtig cooles Bistro. Schauen wir das mal an. Die Crew am Snacken. Mit wundergeiler Aussicht auf den ganzen Park. Eigentlich cool, muss ich mal machen, weißt du? Wow! Los, let's go, boys! Train!
Yeah. Yeah. Oh. Jetzt haben wir noch das Kraken da. Das Kraken? Ihn kenne ich von früheren Velo-Solutions-Zeiten. Und er schafft es nämlich da im Wheelpark als Shaper. Ja, ja. Einmal in der Woche habe ich gehört. Ja. Oh, living the dream da. Kriegst du noch einen Sticker von mir? Hass-Influencer. Ja. Zum Glück bin ich keiner. Und jetzt fahren wir gerade hinten an. Kannst du dir deinen One-Footer zeigen? Yeah, boys! Mart, ready. Lego! Lego! Yeah! Einfach mit dem Elektro-Kidsbike da, wie geil ist das? Da für die Laufräder-Kidsbikes ein gratis Pump-Track. Erster Stock Bistro mit Getränk. Und da oben Scooter Kids in der Lounge am Chillen. Dann nochmal Übersicht vom ganzen Park. Sie bieten auch eine Werkstatt an und haben einen Bike Shop. Also es ist für alles gesorgt. Ready for good vibes. Yeah, Backflip. Scooter Kids hat ein paar, aber natürlich nicht so viel. Die können nämlich nur den Airbag fahren, weil sonst natürlich alles dirt ist. Und wie heisst du auf YouTube? Elliot Ryder auf Instagram und TikTok. Auf Instagram und TikTok. Yes. Nice Flip. Danke. Instagram. Niklas. Aber du musst jetzt noch etwas zeigen. Niklas, wie mach Bronnie. Punkt Niklas Unterstrich was? Einfach Niklas Unterstrich, also Niklas Punkt Unterstrich Punkt. Niklas Punkt Unterstrich Punkt Fink. Fronny Train. Yes, sir. So sieht die Halle aus von draussen. Da draussen hat es jede Menge Gratis-Parkplätze. Also das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt, bei dem wunderschönen Schneefall, ist das absolut perfekt. Es hat richtig, richtig Spass gemacht. Ich habe mich noch nie so schnell, so wohl gefühlt auf Jumps. Ich habe vor allem die Dirt-Jumps dort, da habe ich First Try, den zweiten Tricks, den habe ich noch Händer gemacht. Und den zweiten Run direkt beide Tricks. Und so schnell geflippt und dreht und alles. Also, ich habe mich richtig, richtig schnell wohl gefühlt. Auch der Airbag-Jump, ich finde es mega cool. Teile sagen, es ist ein bisschen flach. Zu flach oder so. Vor allem Dirt Jumper oder BMXer so, sind sich steilere Absprünge gewöhnt. Aber können wir auf jeden Fall daher auschecken, weil ich es echt, echt wirklich gefühlt. Erster Tag noch mit dem Gyro, heute Mittag da montiert. Der Lenker bin ich jetzt etwa 3 cm oder sogar mehr höher. Hat sich aber recht cool angefühlt, habe mich recht wohl gefühlt. Das Palti so. Und für Barspins ist es auch. Fühlt sich auch mega cool an. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick zeigen in den Park. Es gibt sicher noch mal ein Video da. Ich bin hyped, für da mal irgendwie eine Challenge machen, Game of Bike oder sonst irgendetwas. Das wäre es jetzt aber von dieser Session da. Kommentiert noch etwas Cooles und dann sehen wir uns im nächsten. Peace out! Was für ein Drift.